Na, mal sehen, ob ich mich an den Zauberspruch überhaupt noch erinnern kann. Gedächtnis, Gedächtnis, lass uns allein. Wenn du verschwindest, dann wäre das fein. War das richtig? Was meinst du damit? Na, dass ich den Zauberspruch gar nicht mehr weiß. Oh, hey, das ist doch irre komisch, wenn man so einen Gedächtniszauber fast vergessen hat. Doch, ich denke, dass er funktioniert. Das werden wir gleich erfahren. Los, du musst ein gruseliges Geräusch machen. Eine gute Idee. Hey, das hört sich ja echt wie ein Geist an. Oder wie Bigfoot. Und was ist nun, wenn es nebenan wirklich Monster gibt? Bigfoot ist bestimmt echt. Und ich werde es beweisen. Es klappt. Dann kann ich mich endlich mal ein paar Stunden ausruhen. Komm, mein Monster, Monster, Monster. Hey, Edgar. Oh. Was machst du da? Hey. Hallo, kennen wir uns? Hä? Hey, hallo, Edgar. Ich bin's, Vampirina. Entschuldige, ich habe keine Zeit, dich zu fragen, woher du meinen Namen kennst. Ich bin nämlich auf einer Monstermission. Gregoria! Was ist denn? Also ich glaube, der Zauber hat zu gut funktioniert, denn Edgar hat auch vergessen, wer Vampirina ist. Dann war dein Zauberspruch falsch. Mal überlegen. Ich weiß, jetzt ist er mir wieder eingefallen. Liebes Gedächtnis, lass uns bitte allein. Komm, doch später wieder, das wäre fein. Edgar, was machst du da? Was hast du mit Poppy gemacht? Die hat doch damit überhaupt nichts zu tun. Sprich den Gegenzauber und mach das wieder rückgängig. Okay. Soll ich dir was sagen? Den habe ich auch völlig vergessen. Es ist schwer, sich an den Gedächtniszauber zu erinnern. Das ist nicht gut. Edgar, wie oft soll ich es dir denn noch sagen? Nebenan geht nichts Eigenartiges vor sich. Na, das sieht Mama aber ganz anders. Hey, wir könnten sie doch einfach mal fragen. Sie wohnt ja da. Hallo. Augenblick mal bitte. Hallo. Ich bin Poppy. Und das ist mein Bruder Edgar. Sag doch Hallo, Edgar. Poppy, also genau das hast du gesagt, als ich hier ganz frisch eingezogen bin. Was ist denn hier los? Warte, kennen wir uns beide etwas schon? Wir werden es dir drin erklären. Ihr wolltet also Edgar mit einem Gedächtniszauber belegen, damit er vergisst, dass Monster existieren? Aber ihr habt's leider vermasselt. Jetzt wissen Poppy und er nicht mehr, wer Vampirina ist. Ja, und wir... Ich weiß den Gedächtniszauber nicht. Aber meine beste Freundin kann mich doch jetzt nicht einfach vergessen. Das ist alles nur meine Schuld. Ich hab da einfach nur Mist gebaut. Es weiß wirklich jedes Kind, dass Erinnerungen, die man mit Freunden teilt, wertvoll sind. Es tut mir leid. Ist schon okay. Es ist doch vollkommen klar, dass du nicht wolltest, dass so etwas passiert. Aber irgendwie sollten wir das schnell wieder hinkriegen. Und zwar ganz schnell. Du hast recht. Man muss wissen, dass die Gedächtniszauber knifflig sind. Es ist leicht, sie zu sprechen, aber es ist schwer, sie zurückzunehmen. Suchen wir doch in der Zauberbibliothek nach einer Lösung. Kommt mit! Schaut Vampirina im Disney Channel.